SharePoint-Podcast, Ausgabe 413 vom 26.09.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 413. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ihr seht, ich komme wieder in den Rhythmus rein, denn nach der Kreativpause, wie ich sie ja genannt habe, muss ich mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen in den, ja, tatsächlich in die Abfolge reinarbeiten. Aber das klappt. Vielen Dank übrigens allen, die kurze Kommentare geschickt haben und die sich gefreut haben, dass ich mit dem Podcast wieder da bin. Sie haben ihn tatsächlich vermisst. Ich habe ein Tränchen verdrückt. Vielen Dank. Und ich hoffe, euch auch in Zukunft natürlich hier wieder mit qualitativ hochwertigen Informationen versorgen zu können, schon wie die letzten 14,5 Jahre. Um Gottes Willen, man darf da gar nicht dran glauben. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb ist heute das Programm pickepacke voll. Ich habe eine ganze Menge von Tipps für euch, die mir sozusagen in den letzten Tagen oder auch Wochen über den Bildschirm geflattert sind und die ich gerne mit euch teilen möchte. Und ich habe auch einen Gesprächspartner heute dabei. Es ist der Uli Boddenberg. Den hatten wir schon vor, ich glaube im letzten Jahr hatten wir ihn schon mal hier oder vorletzten Jahr. Ihr wisst, Uli Boddenberg ist auch selbstständig, Autor und macht Schulungen. Und er hat jetzt ein neues Schulungskonzept und darüber wollen wir mal reden und auch ganz generell uns ein bisschen darüber unterhalten, wie heutzutage eigentlich modernes IT-Training aussehen kann. Dazu aber später. So, denn meine Themen, Gott, die ich heute mit euch abarbeiten möchte, fangen mal an mit Veranstaltungen. Wenn ich in unseren Veranstaltungskalender auf SharePoint Social schaue, dann platzt er aus allen Nähten. Also ich glaube, bis zum Jahresende sind da über 50 Veranstaltungen drin. Webinare, Partnerveranstaltungen, Konferenzen, Meetups, Usergroups und Bootcamps und was auch immer. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was in eurer Nähe, vielleicht ist was für euch interessiert. Ich möchte euch gerne auf 5 Veranstaltungen hinweisen. 3 ganz eigennützig, weil ich da selber drauf, weil ihr mich da treffen könnt, wenn ihr dabei seid. Und 2, die ich auch recht interessant finde und die aus den anderen ein bisschen herausstecken, was jetzt nicht heißt, dass ich die anderen schlecht machen will, aber irgendwo muss man ja mal hier ein paar Prioritäten setzen. Ja, egal. Das erste ist der Microsoft Business Summit, der vom 22. bis 23. auf der Messe Frankfurt stattfindet. Jetzt werde ich fragen vielleicht, Microsoft Business Summit, was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist die Nachfolge der Microsoft Partnerkonferenz. Ihr wisst, die Microsoft Partnerkonferenz, die fand immer einmal im Jahr statt und war dafür gedacht, dass Microsoft sich mit seinen deutschsprachigen Partnern trifft und dann Strategien bespricht, technische Trainings gibt und so weiter und so fort. Daraus ist jetzt entstanden der Microsoft Business Summit, der natürlich noch einen Partnerschwerpunkt hat, aber für den auch normalsterbliche Kunden zugelassen sind. Also sie können sich auch daran beteiligen. Und deshalb kann auch jeder von euch, der jetzt nicht ein Partner von Microsoft ist, sich an dieser Veranstaltung beteiligen, dorthin gehen. Ich werde auch dort sein und halt auch davon berichten. Und ja, falls ihr da seid, können wir uns gerne treffen. Sagt rechtzeitig Bescheid. Empfehle ich, wie gesagt, das ist die erste Event, den ich empfehlen will. Könnt ihr bestimmt eine Menge über Microsoft-Strategien hören. Liegt jetzt natürlich relativ kurz vor der Microsoft Ignite, die 2 Wochen später stattfindet. Insofern, ich sag mal, der Neuigkeitsdrang wird dort noch etwas zurückgedrängt werden, weil man natürlich nicht vor der Ignite alles in Deutschland raushauen kann. Aber ich glaube, ist nochmal eine schöne Veranstaltung im Herzen von Deutschland auf der Messe Frankfurt. So, die zweite Veranstaltung, das ist das Global Microsoft 365 Developer Bootcamp und richtet sich an die Entwickler unter euch, die sich zum Beispiel mit dem SharePoint Framework beschäftigen wollen oder auch mit der Programmierung von Microsoft Teams Bots. Dieses Bootcamp ist eine von Microsoft initiierte weltweite Veranstaltungsreihe. Die startet jetzt am 1. Oktober und geht bis 15. Dezember, glaube ich, diesmal. Und hat, glaube ich, weltweit 40, 50 Events. Und einer dieser Events davon
wird in Berlin stattfinden und zusammen mit Daniel Lindemann und Christian Glessner darf ich diesen Event hier organisieren. Wir sind bei Microsoft unter den Linden in dem Gebäude und die Veranstaltung ist am 29. Oktober. Ihr wisst ja alle, ich bin kein Developer, mir obliegt so ein bisschen die Organisation und auch die Moderation des Ganzen. Aber die Spitzen-Developer, die wir dabei haben, nämlich den Daniel, der sich um das SharePoint-Framework kümmern wird, und den Christian, der sich um das ganze Thema Teamspots kümmern wird, da habt ihr Spitzenkräfte, die jeweils in so dreistündigen Workshops diese Themen angehen werden. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, hatte viel Spaß gemacht, war richtig erfolgreich und wir freuen uns eigentlich auch, es in diesem Jahr wiederholen zu können. Es gibt auch noch weitere Bootcamps in Zürich. Der ist, glaube ich, schon relativ kurzfristig am 4. Oktober, wenn ich mich ganz irre. Es gibt dann auch ein Bootcamp noch in Saarbrücken und das sind so die beiden, von denen ich noch weiß, in Deutschland. Aber schaut einfach mal auf die Webseite, die ich euch in den Shownotes verlinke. Dort sind auch noch die anderen dabei. So, und als drittes habe ich ein Event. Den gibt es auch schon als Veranstaltungsreihe relativ lange, nämlich die Stuttgarter Wissensmanagement-Tage. Die werden heuer zum 15. Mal veranstaltet. Heuer, das ist regionaler Slang, den ich eingebracht habe. Also der heuer zum 15. Mal veranstaltet wird, finden in Stuttgart statt und zwar vom 12. bis 13. November. Und ich habe dort einen Vortrag übernommen am letzten Tag, der letzte Vortrag zum Thema Video mit Microsoft Stream. Ihr wisst, ich mache damit eine ganze Menge. Und interessanterweise ist da die Ignite schon vorbei. Und zwar genau 3 Tage oder so. Und es wird eine Herausforderung sein, das, was Microsoft dort zu Microsoft Stream erzählt, quasi direkt noch in diesen Vortrag einzubauen und mit etwas Glück, nein, nicht mehr etwas Glück, sondern ich mache es einfach. Ich werde diesen Vortrag natürlich dann auch nochmal live streamen über LinkedIn Live, eins meiner Lieblingssachen. Was aber nicht heißt, dass ihr natürlich da hinkommen könnt und euch an dieser Veranstaltung beteiligen könnt als Teilnehmer mit interessanten Themen. Es gibt den Digital Workplace bei DM von der SIG AG, die sich über, wie heißt das so schön, statisches Intranet zur kollaborativen Wissensplattform mit Confluence. Was haben wir noch? Change Management bei SYNAC-Bug-Spezialitäten. Also ein buntes Programm rund um das Thema nicht nur Office 365, sondern eben auch andere Tools wie SharePoint, Confluence und ähnliches. Und ich werde dort den Track Office 365 an den beiden Tagen moderieren. Freue ich mich schon super drauf. Also falls ihr Lust habt, im Raum Stuttgart da vorbeizukommen, es kann ein sehr spannender Event werden. Und die Wissensmanagement-Tage der WIMA am 12. und 13. November können wir uns sehen da. Super. So, dann habe ich heute gefunden, irgendwie aber auch nur rein zufällig. Ich denke, ich bin immer in allen guten Verteilern drin, aber manchmal gehen Dinge einfach auch an einem vorbei. Microsoft 365 Training Day, Microsoft Teams Deep Dive heißt diese Veranstaltung. Und es ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern es ist eine ganze Veranstaltungsreihe, die Microsoft veranstaltet. Und aufmerksam auf diese Veranstaltungsreihe bin ich geworden. Wo ist jetzt das Partizip Präfekt? Im Imperfekt in der dritten Person Singular. Ich habe es verloren, egal. Also, gestern war in München die erste Veranstaltung dieser Reihe. Und die Caroline Rünger hatte das ein Feedback auf LinkedIn gepostet. Und und dann habe ich mal geguckt, was ist das eigentlich? Und siehe da, das ist eine Reihe. Wo man einen ganzen Tag einen Deep Dive in Richtung Microsoft Teams machen kann. Und diese Veranstaltung wird von Microsoft organisiert. Und die gibt es jetzt bis in den Sommer nächsten Jahres an 2, 4, 6 weiteren Locations und Terminen. An 3 Locations, aber 6 Terminen. Nächster wird sein in Köln am 5. Dezember, Berlin am 19. Februar, München 20. Februar, Berlin dann nochmal 18. Mai, Köln 9. Juni und München 17. Juni. Könnt ihr euch kostenlos für anmelden, schaut mal rein, glaube ich, ganz interessant, dies zu haben. Und dann gibt es eine zweite Reihe, die nennt sich Microsoft Azure Training Day und auch dort gibt es eine Reihe und die hat schon begonnen, ist auch an mir irgendwie vorbeigegangen, da waren die Veranstaltungen in Köln und Berlin waren schon, aber es kommen noch 4 weitere, München, Köln, Hamburg und nochmal München
Und die sind alle noch in diesem Jahr. München am 15. Oktober, Köln 5. November, Hamburg 21. November und München 9. November. Und ja, da geht es um den Einstieg in Microsoft Azure unter dem Stichwort Cloud-Konzepte verstehen, das kostenlose Training von Experten für Experten. So, da habt ihr genügend, genügend Termine und genügend Events, wenn ihr auch in den Veranstaltungskalender guckt. Also im Herbst sollte es euch nicht schwerfallen, euch an verschiedenen Gelegenheiten weiter zu bilden. So, jetzt nehme ich mal einen guten Kaffee und würde jetzt einfach nochmal einen Jingle einblenden. Aber ich habe keine Jinglebox angeschlossen. Schade, 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 muss noch kommen. Ja, hier in diesem Podcast muss auch nochmal technologisch einiges gemacht werden. Ich habe ein schönes neues Podcast-Theme-Design für WordPress gefunden. Das muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Ich spekuliere immer noch damit, auf Podigee, die Plattform fürs Hosting, umzusteigen. Ja, 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 aber geil, anderes Thema. So, das waren unsere Veranstaltungstipps und Trends, Themen. Und zum Thema Trends, da habe ich jetzt ein einziges Thema mal kurz reingepackt, weil vor 3 Wochen hat Microsoft eine neue Version von Microsoft To Do vorgestellt, von dieser Aufgaben-App, die ja mal aus Wunderlist entstanden ist, was Microsoft vor, ich glaube, waren es jetzt schon 4 Jahre her, mal übernommen hat und dann daraus jetzt irgendwie mal dieses To-Do entwickelt hat. Ich war ja immer noch, damit ist der, ach, jetzt habe ich den Gag schon vorweggenommen, ich bin ja immer noch Wunderlist-Anwender gewesen und bin aufgrund dieses Artikels, habe ich mir dann doch mal das neue To-Do jetzt angeguckt. Und muss sagen, das hat mir gut gefallen. Also insbesondere die Verknüpfung mit Outlook-Aufgaben, das Markieren von E-Mails, die dann gleichzeitig als markierte Aufgaben in To-Do erscheinen, das Synchronisieren über die verschiedenen Devices hinweg, die ich habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Wunderlist abgeschaltet habe. Alles, was alt war, daran rausgeschmissen habe. Und jetzt auch nach To-Do gegangen bin. Und nachdem es jetzt auch in To-Do diese Ordnerkonzepte gibt, kommt da auch langsam ein bisschen Ordnung rein. Es fehlt da wohl noch das ein oder andere in der To-Do-App, insbesondere zum Beispiel der Dark Mode auf iOS, obwohl der auch schon angekündigt ist. Bei mir ist der noch nicht da, aber egal. Aber ich empfehle euch mal, dieser To-Do etwas näher zu treten, wenn ihr mit euren Aufgaben vielleicht etwas besser zurechtkommen wollt. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also ich bin jetzt mittlerweile recht zufrieden mit Microsoft To Do. Kann man wahrscheinlich jetzt sich noch ein paar zusätzliche Vorträge auf YouTube anschauen, die das alles ein bisschen genauer erklären. Aber für mich hat die Migration da echt Sinn gemacht. Und ich habe tatsächlich das Wunderlist gelöscht. Ja, mache ich nicht mehr. War's dann. Tschüss. Das Alte, wie heißt das schön? Das Alte war gut, aber das Neue erfüllt es jetzt besser, insbesondere durch die Integration in Office 365 und diese Integration mit Outlook. Also das gefällt mir schon sehr schön. Jetzt ist meine mein Stuhl bricht hier auseinander. Na ja, mal gucken, ob er noch die letzten 20 Minuten hier durchhält. So, dann Tipps habe ich für euch. Tipps. Wir kommen nochmal zur Veranstaltung. Angebote für die Community. Ihr wisst, auf die SharePoint Social sammle ich immer Angebote von Veranstaltern, die dann Rabatte geben auf ihre Veranstaltung und so weiter und so fort. Oder mal eine Freikarte verlosen. Übrigens haben wir letztens die Freikarte fürs Office Camp verlost. Die hat auch muss ich mal nachfragen, ob der Gewinner bzw. die Gewinnerin nachher auch die Veranstaltung entsprechend gutiert hat. Muss ich unbedingt nachfragen. In die Angebote für die Community. Wenn ich das jetzt heute am 26. online stelle, dann habt ihr noch wenige Tage Zeit, zweimal die Early Birds Tarife, einmal von der Europäischen SharePoint-Konferenz. Der läuft bis 27., also bis morgen dann. Und für den Collapse Summit, der läuft bis 30., euch zu sichern. Und wenn ihr über die Community geht, habt ihr jeweils immer noch mal 10% Rabatt da drauf. Solltet ihr also nicht vergessen. Dieser Hinweis nochmal, und wie gesagt, markiert euch da irgendwie mal diese Angebotsseite, weil ich haue natürlich immer wieder Veranstalter an. Und wenn es dann irgendwas gibt, was man da reinpacken kann, dann könnt ihr da mal reinschauen. Also bevor ihr irgendwo eine Veranstaltung bucht, guckt mal da rein, vielleicht gibt es da einen entsprechenden Rabatt.
Dann ein Tipp, Video. Ich mache ja viel mit Video, aber nicht nur ich mache Video, sondern auch andere machen Video. Zum Beispiel hier die N-Team in Berlin, haben wir auch schon öfter gemacht. Harald Holz war beispielsweise hier öfter schon mal in den Talks mit im SharePoint-Podcast. Und ja, die N-Team macht seit Mai bzw. April diesen Jahres jeden Monat ein Videoformat, was sie selbst produzieren, unter dem Thema Microsoft News, schon gewusst heißt der Titel, und stellen im Rahmen dieses Formats immer so zwei, drei Themen vor. Also ich zitiere mal so zum Beispiel Senden von E-Mails an Microsoft Teams, Überblick über Microsoft Stream oder Microsoft Kazala, Surface Headphones, die To-Do-App, ach ja, falls ihr was zu To-Do nochmal hören wollt, da ist die Ausgabe, die zweite Ausgabe, da gibt es was über To-Do und dann natürlich auch Microsoft Whiteboard. Die nächste Ausgabe steht kurz bevor. Ich habe mit dem Sebastian Viehweger gerade neulich gesprochen. Die September-Ausgabe kommt jetzt und wir werden die jetzt immer regelmäßig hier in unserer Community, habe ich eine eigene Seite eingerichtet, sodass ihr da jedes Mal auch die aktuelle Ausgabe findet. Wie gesagt, kurz, kompakt, in 10, 15 Minuten könnt ihr euch da mal ein paar Themen aus der Praxis anschauen. Und das ist die N-Team schon gewusst Videoserie. Dann habe ich einen schönen Artikel gefunden von Bindtuning, die nette Firma aus Portugal, die schon ganz lange SharePoint-Templates und sowas herstellt. Und die Beatrice hat dort einen Artikel geschrieben, 5 cool Team Spaces in Microsoft Teams, und hat mal 5 Anwendungsszenarien gezeigt, wie man Team Spaces für bestimmte Szenarien in Teams aufbauen kann. Artikel kann ich euch gerne empfehlen, genauso wie ich euch diesen Artikel Everything You Need to Know About Office 365 Tenant-to-Tenant Migration empfehlen kann. Wobei das, ich habe jetzt hier so lächerlich gesagt, Artikel ist. Nein, das ist nämlich schon ein richtiges kleines E-Book. Das ist von mehreren, sind es alles MVPs? Nein, der eine oder MVP ist, glaube ich, dabei, aber es sind von mehreren Leuten geschrieben worden, wird über die Seite von Quadrotech verteilt und ist eine etwas längere Ressource, aber eine sehr ausführliche Anleitung, wenn es um die Migration von einem Office 365 zum anderen Office 365 Tenant geht. Hat wahrscheinlich nicht jeder das Problem, aber ist halt ein Spezialthema, und wer dieses Spezialthema hat, naja, für den gibt es hier den entsprechenden Tipp. Und gleich noch ein Tipp, und das ist dann kommt über die Webseiten von AvePoint. Das ist von der Jamie Laporte geschrieben worden. A Beginner's Guide to the OneDrive Admin Center. Und das ist ein schöner, längerer Artikel, was man so alles im Microsoft OneDrive Admin Center machen kann. Ich gehe mal kurz so die Stichpunkte durch, um euch zu sagen, das ist ein blödes Pop-up hier dran. Entschuldigung. Da geht es dann also zum Beispiel um die Themen erstens Sharing, zweitens Synchronisation, drittens Storage, Device Access ist das vierte, 5 ist Compliance, 6 Notifications, 7 Data Migration, und dazu immer sozusagen die passenden Sequenzen aus dem, was für den Admin an dieser Stelle wichtig ist. Absoluter Tipp, das zu lesen, weil ich glaube mittlerweile, OneDrive hat vermutlich jeder irgendwie an der Backe. Dann das ist nach der Migration, das habe ich ja neulich auch mal gehört, beziehungsweise ist auch so Lebenserfahrung aus vielen Jahren mit Office 365. Das erste ist immer die Migration der E-Mail nach Outlook und Exchange. Und das zweite, ist ja heutzutage dann eigentlich OneDrive, ne? Das Personal Store aufzubauen und dann quasi auch den persönlichen Arbeitsplatz in die Cloud zu migrieren. So, das war der nächste Link. Dann noch ein Link, ein Artikel, fand ich auch sehr nett, ist geschrieben worden von der IOZ. Es hat geschrieben, wer hat das geschrieben? Von unseren Freunden aus der Zentralschweiz. Jona Roy hat das geschrieben, und sein Begehr, oder beziehungsweise sein, was sagt man jetzt dazu, sein Thema, über das er geschrieben hat, heißt PDR-Konverter für SharePoint Online. Wie macht man aus einem Word-File ein PDF und macht dies, wie man aus einem Word-File ein PDF macht und dies korrekt ablegt. Genau, und das erzählt er euch in diesem Artikel. Gibt mal ein paar Übersichte, wie man das zum Beispiel mit Puzzlepart oder mit Flow oder sowas bauen kann.
Ja, ich weiß auch, Dokumentablage, immer ein spannendes Thema. Jo, das waren die Tipps und etwas mutwillig in die Rubrik Tricks rübergezogen habe ich dann noch ein White Paper. Das nennt sich Using SharePoint and Teams as a Modern Dashboarding Platform. Auch kostenlos herunterladbar. Und das zeigt einfach, wie man mit Power BI und SharePoint und Teams moderne Dashboards bauen kann, auf denen man sich dann Datenauswertungen anschauen kann. Wie das funktioniert, was man da machen kann, cooles White Paper runterladen. Nicht nur runterladen, sondern runterladen angucken, wenn man es braucht und dann vor allen Dingen in die eigene Ressourcenbibliothek ablegen. Deshalb publizieren wir immer gerne hier die White Paper, wenn sie gut sind, dass ihr dann einfach diese Ressourcen habt und auch mal dann bei Bedarf dort nachlesen und recherchieren könnt. Ja. Dann hat der Patrick Feininger einen schönen Artikel geschrieben. Der ist aber sowas von Hardcore und Basic SharePoint, aber ich glaube tatsächlich ist das etwas, was ich den gelesen habe, gesagt, mein Gott, das hat einen eigentlich immer schon mal seit der allerersten SharePoint-Version bewegt oder ja, auch, was heißt das, bewegt? Ja, naja, es war immer ein Thema. Ihr wisst, wenn man SharePoint und Teams halt angelegt hat, es gibt immer eine Standardbibliothek, freigegebene Dokumente oder eine Standarddokumentenbibliothek. Jede Teams halt hat immer automatisch Standardbibliothek gehabt. Früher war immer die Frage, kann man die umbenennen, kann man eine andere zupacken, kann man die löschen? Und den Artikel, den er geschrieben hat, jetzt gerade in Bezug auch auf SharePoint Online, ist überschrieben mit Lösche nie deine Standardbibliothek. Und warum man das nicht machen sollte und was für Konsequenzen das dann hat, das lest bitte in dem Artikel von Patrick nach, den ich euch in den Shownotes auf sharepointpodcast.de wie immer verlinkt habe. So, und als letzter Trick, auch wieder etwas mutwillig in die Abteilung reingezogen, kommt etwas aus der Tech-Community von Microsoft. Es gibt ja dieses Page-Diagnostic-Tool für SharePoint. Das ist so eine Chrome-Browser-Erweiterung, damit man Performance-Probleme in Seiten auf SharePoint Online diagnostizieren kann. Und da gibt es jetzt eine neue Version mit der Versionsnummer 2.0.1. Und falls ihr das nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch die über den Link, den ich euch angebe, runterladen. Und falls ihr das schon gesehen habt, naja. So, mein Blick fällt hier auf meine Zeitleiste und die sagt, wir haben schon 22 Minuten hier gequatscht. Also ich habe gequatscht und ihr habt vielleicht zugehört. Wäre jetzt eigentlich normalerweise das Ende dieses Podcasts. Ist es aber nicht, ist es nicht. Dranbleiben, denn ich habe ja noch ein Interview für euch mitgebracht. Ich habe mit Ulrich Boddenberg gesprochen. Der war schon mehrmals Gast hier in diesem Podcast. Mir fällt nämlich gerade ein, dass wir im Hotel Berlin vor, oh Gott, wie lange ist das her? 6 Jahre, 7 Jahre? Keine Ahnung, in der Größenordnung. Da gab es eine Microsoft-Veranstaltung dort. Und am Rand dieser Veranstaltung hatte ich ihn getroffen und wir hatten damals über sein Buch gesprochen, was er damals herausgebracht hat. Ich glaube, es ging schon um SharePoint Server 2010. So, damit ist eigentlich das, the foundation is laid, gelegt, also die Basis gelegt. Uli ist Autor, hat 19 Bücher geschrieben, IT-Bücher. Und außerdem ist Uli selbstständiger Trainer und bietet seit Jahren SharePoint Consulting und Office 365 Consulting Seminare an. Wir haben ja öfter schon mit angeboten. Er hat ja einen Community-Rabatt dafür eingeräumt. Und jetzt im Herbst kommt Uli mit neuen Angeboten sozusagen online. Und zwar genau online mit Online-Formaten fürs Training. Und für mich war das mal sehr interessant zu hören, wie er so als traditioneller Präsenzseminarveranstalter jetzt in diese Online-Welt einsteigt. Und so war meine erste Frage an ihn, was musstest du eigentlich machen, um deine Lernangebote jetzt in diese Richtung online zu erweitern? Ja, ich habe viel mit Kunden gesprochen, viel darüber nachgedacht, wie man letztendlich Lernen heutzutage definiert, was Kunden brauchen. Und ich bin aus vielen Gesprächen zu den Erkenntnissen gekommen, dass viele Kunden einfach sagen, dass es mittlerweile schwierig ist, wichtige Mitarbeiter tagelang aus dem Tagesgeschäft zu ziehen. Was letztendlich eben bedeutet, dass Präsenzseminare mittlerweile schon schwierig sind. Ich habe gesehen, dass bei kleineren Themen es ist auch blöd, im Endeffekt, wenn man unter Umständen mehrere hundert Kilometer durch die Republik fährt. Und dann ist es eben so, dass bei reinen Videotrainings oder sonstigen Selbstlernformen, wie letztendlich viele Computer-Based Trainings, die an für sich ja sehr gut sind, wo ich auch jetzt auch Bücher hinziehen würde oder mit erwähnen würde, sehr gut sind, aber den Nachteil haben, dass einfach niemand da ist, den man fragen kann, um Unklarheiten zu klären.
Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden. Das ist ja relativ blöd, wenn man etwas nicht verstanden hat, auch wenn man 10-mal nachgelesen hat oder 10-mal nachgehört hat und dann feststellt, okay, ich denke mir ungefähr aus, wie es sein könnte und dann im Endeffekt auch Fehlinterpretationen läuft. Und das ist der Grund, warum ich vielen mittlerweile auf live durchgeführte Seminare oder Kurse setze, die man eben auch ja heutzutage remote durchführen kann. Auf der anderen Seite hört man ja auch von dem einen oder anderen, dass er sagt, Mann, wenn ich mal so 3 Tage auf ein Seminar rausfahre, dann bin ich wirklich raus aus dem Tagesgeschäft und kann mich dann wirklich auch darauf konzentrieren, jetzt einfach mal 3 Tage zu lernen, weil wenn ich das remote mache und so weiter, dann muss ich das immer irgendwo in meine Tagesarbeit einstreuen. Also insofern ist das jetzt nicht ein Entweder-Oder, sondern es geht so eher ein bisschen in die Richtung sowohl als auch. Genau, eine Sache ist mal ganz klar, wenn man die Chance hat, letztendlich mehrere Tage rauszukommen, um sich wirklich, oder 1, 2, 3, 4 Tage rauszukommen, um sich wirklich auf Lernen zu konzentrieren, ist das natürlich nach wie vor das Optimum. Das steht überhaupt nicht in Frage. Nur wir müssen also heutzutage, glaube ich, immer auch mehr über Alternativen nachdenken, über vereinfachte Formen oder besser mit dem Arbeitsalltag kombinierbare Formen. Denn wenn die Alternative ist, entweder ich komme 4 Tage raus und habe letztendlich das 100%-Paket oder ich habe überhaupt nicht die Chance, letztendlich irgendwie mit dem Instructor zu lernen, irgendwie ein Seminar oder einen Kurs virtuell zu besuchen, dann würde ich im Endeffekt sagen, kann man da letztendlich schon durchaus Kompromisse vorstellen, die sagen, wir können also das Beste aus beiden Welten durchaus kombinieren. Ja, wie sieht das denn jetzt konkret bei dir aus? Was hast du denn jetzt für Maßnahmen oder für Lösungen ergriffen, um dein Angebot in diese Richtung ausweiten zu können? Ich habe mir überlegt oder ich bin da, habe das aufgebaut und also etliche Durchläufe gemacht mit Seminaren oder Kursen, die im Endeffekt online, live online stattfinden. Das muss man sich so vorstellen, dass es ja spezielle Softwarelösungen gibt, die darauf optimiert sind, solche Live-Lernsituationen abzubilden. Das ist einerseits natürlich die Übertragung des Referenten, aber auch die Möglichkeit, eben die Teilnehmer aktiv einzubinden. Fragen der Teilnehmer, Screensharing der Teilnehmer, wenn die letztendlich ein Thema oder eine besondere Frage zeigen wollen. Man kann heutzutage virtuelle Arbeitsgruppen bilden und auch natürlich kleine Tests durchführen, weil man da ständig natürlich auch eine gewisse Selbstreflexion machen kann. Diese Selbstreflexion bei Lerninhalten hat sich herausgestellt, dass es auch eine große Wichtigkeit oder große Bedeutung hat, einmal wirklich zu prüfen, habe ich es verstanden. Denn wenn man im Präsenzseminar ist und kann also den Referenten fragen, wie war das noch? Ich habe eine Frage, der Referent fragt im Endeffekt auch mal eine Gegenfrage, wie hast du das verstanden? Dann habe ich immer so eine gewisse Selbstreflexion, die mir, wenn ich nur die Nase ins Buch stecken würde, fehlen würde oder einfach fehlt. Meine Idee ist also, dass man also eine Schulung interaktiv und aktiv gestalten möchte und das ist im Grunde genommen ein Meeting mit speziellen Schulungsfunktionen. Die Idee ist also, dass der Referent, also im Allgemeinen nicht live mit den Teilnehmern arbeitet. Der einzige Unterschied ist, dass man sich eben nur virtuell gegenüber sitzt, also nicht 10 Meter dazwischen sind, sondern unter Umständen 500 Kilometer. Nutzt du da sowas, ich meine, als Trainer möchte man ja auch gern seine Teilnehmer, sagen wir mal so, im Blick behalten, zu sehen, wie die reagieren. Nutzt man da sowas wie 270-Grad-Kameras oder du hast ja auch gesagt, spezielle Softwarelösungen. Was für Lösungen nutzt du denn oder was kannst du denn da empfehlen? Also ich verwende das GoToTraining-Produkt. Das ist letztendlich eine Abspaltung von oder beziehungsweise eine Ergänzung um diese Schulungsfunktion von GoToMeeting. Und da ist es eben so, dass man da in die Situation kommt, dass man also, dass sich alle sehen können, dass alle Sharing machen können. Also das ist im Endeffekt eine voll in beide Richtungen ausbaubare Trainings- oder verwendbare Trainingssituation. Da hat man also schon, wenn man also eine Weile drin ist, also irgendwann vergisst man, dass man nur noch virtuell zusammensitzt. So geht es mir jedenfalls. Hast du auch mal Microsoft Teams ausprobiert in der Richtung? Natürlich habe ich Microsoft Teams ausprobiert. Ich bin ja im Endeffekt, wie du auch, großer Fan von allem oder den meisten Sachen, was von Microsoft kommt. Teams hat letztendlich nur den Haken, dass Teams gerade für diese Schulungsszenarien oder für diese speziellen Aufgabenstellungen, die du in der Schulung oder im Training hast,
nicht so die Add-on-Funktionalitäten hat. Ein Meeting mit Teams aufzusetzen, Video-Meeting ist im Endeffekt gut, aber letztendlich irgendwie so Arbeitsgruppen mit Teilnehmern zu bilden oder im Endeffekt also mal einen kurzen Test-Szenario einzuschieben, Material zu distribuieren, ist letztendlich mit Teams nicht so einfach wie mit einer Lösung, die speziell für diesen Anwendungsfall gemacht ist. Was bedeutet denn das für dich als Trainer? Du musst ja dich wahrscheinlich dann auch an diese neue Situation anpassen. Wie gesagt, du hast vielleicht nicht mehr alle mit Teilnehmern so direkt im Kontakt oder musst auf sie zugehen. Wie sieht das dann aus? Ja, das ist also schon eine deutliche Umstellung, wenn man letztendlich diese Remote-Kurse oder Remote-Seminare macht. Ich muss sagen, dass ich persönlich bei Präsenzschulungen gern und viel mit dem Flipchart arbeite. Ich sage ja immer, mein Hauptberuf oder meine Berufsbezeichnung ist eigentlich Flipchart-Bemaler. Und Flipcharts ist bei den Remote-Formaten natürlich problematisch. Denn ich habe also festgestellt, dass man schon eigentlich von vorn bis hinten sich genau auf dieses Lernszenario auch anpassen muss. Dass man alles, was man tut, genau auf dieses Lernszenario zuschneiden muss. Man kann es einfach nicht eins zu eins übertragen. Also im Endeffekt ist das, was man machen muss, wenn man ein gutes virtuelles Live-Learning hinbekommen muss oder hinbekommen möchte, deutlich mehr ist, als einfach zu sagen, okay, ich mache im Endeffekt also meine normale Präsenzschulung nach dem üblichen Stiefel und lasse einfach eine Kamera mitlaufen. Das kann man natürlich machen, aber die Ergebnisse sind dann nicht optimal. Also als Referent hat man schon letztendlich die Aufgabe, dass man sich auf diese Lernmethodik oder auf das Lernszenario deutlich einstellen muss. Ist kein Problem, macht Spaß, aber es ist im Endeffekt eine andere Art der Wissensvermittlung, als wenn man mit den Leuten direkt gegenübersteht. Was einfach wichtig ist, was ich für mich als Referenten wichtig finde und was letztendlich auch für die Teilnehmer wichtig ist, dass man diese Interaktivität nicht verliert, dass man letztendlich immer die Möglichkeit hat, kurz zusammen eine Frage zu klären, letztendlich nochmal irgendwie links und rechts abzubiegen und zu sagen, okay, das ist letztendlich ein Themenaspekt, der am Wegesrand liegt, nicht schwerpunktmäßig auf der Agenda, aber wo wir einfach nochmal drüber sprechen müssen, was wir uns anschauen müssen und wo man dann letztendlich eigentlich eine runde Sache draus machen kann, die also einem Präsenzseminar schon sehr nahe kommt. Was hältst du denn so von den Tools, wie es gibt ja jetzt Microsoft Whiteboard, Surface Hubs, die ja, ich sag mal, wenn du mit dem Flipchart arbeitest, im Prinzip ja eine Umgebung bereitstellen, wo du quasi virtuell mit dem Flipchart arbeiten kannst. Wie siehst du denn diese Entwicklung? Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Die Sache ist, ich habe immer das Gefühl, wenn man also, oder ich habe mich daran gewöhnt, immer bei Schulungen zu sagen, okay, ich gehe letztens mal was zeichnen, stelle mich hin, mal was, erkläre einfach was, arbeite interaktiv mit den Teilnehmern. Da werden letztendlich solche virtuellen Whiteboards und Flipcharts im Endeffekt in die Richtung oder gehen definitiv in diese Richtung. Aber es ist eben so, das kann man in Online-Lernsituationen im Grunde genommen auch dadurch realisieren, dass man einfach auf seinen Bildschirm zeichnet. Ich habe so ein Wacom-Tablet, um schnell mal was zu skizzieren und so weiter. Das kommt dem Flipchart eigentlich relativ nah. Das kommt im Endeffekt natürlich, geht natürlich auch in die Richtung von irgendwelchen interaktiven Tafeln und Boards. Aber eine Sache ist ganz klar, die interaktive Tafel und Board setzt im Endeffekt voraus, man geht hin und macht was. Und wenn ich in einer virtuellen Lernsituation sitze, dann ist im Endeffekt das durch den Raum laufen einfach schwierig. Ne? Wir haben es jetzt schon ein bisschen so angedeutet, aber die klassische Schulung, also das, was du zum Beispiel in deinen Consulting-Seminaren machst, das denkst du, hat nach wie vor Zukunft, oder? Natürlich, das ist die intensivste und interaktivste Form der Wissensweitergabe, die einfach stattfindet, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt schwerpunktmäßig die eigentliche, ich sag's mal, nenn's mal Unterrichtszeit, sondern auch diese ganzen Pausengespräche, die Kommunikation, die man hat, wenn sich einfach Leute, die sich für dasselbe interessieren oder dasselbe Thema spannend finden, sehen, zusammenhocken. Ich habe beim Consulting-Seminar oft am Ende des Tages noch stundenlang mit Teilnehmern diskutiert und mich ausgetauscht. Und es ist eben ganz einfach so, es ist ja das Lernen und der Erfahrungsaustausch findet ja in beide Richtungen statt. Es ist ja nicht nur so, dass der Referent im Endeffekt irgendwie sein Wissen runterperlt, sondern ich denke, dass man als Referent auch ganz enorm eigentlich bei jedem Seminar oder bei jedem Kurs von den Teilnehmern profitiert, was die für Fragen, Gedanken haben, was sie machen und so weiter und so fort. Ich habe also das Consulting-Seminar ja
circa 30 Mal gemacht, summa summarum. Und es ist eben so, ich habe festgestellt, dass jedes Seminar eigentlich anders verläuft und ein bisschen andere Schwerpunkte oder andere Zwischenschwerpunkte hat sozusagen. Man hat natürlich eine gewisse Agenda, aber es ist eben so, die Teilnehmer können ja oder sollen auch durchaus ein bisschen Einfluss drauf haben und letztendlich das leiten. Deshalb macht es auf der einen Seite nicht Sinn, irgendwie mit einer Riesengruppe mit 30 Mann irgendwie sowas zu versuchen. Das wird in die Hose gehen, weil die Interaktivität dann wegfällt. Und andererseits ist es eben so, dass wir da in den virtuellen Situationen einfach diese Interaktivität brauchen. Ja, nichtsdestotrotz, das unterstreicht im Grunde genommen das, dass das klassische Präsenzseminar, die klassischen Formen, dass Leute sich an einem Ort treffen, zusammenarbeiten, zusammen letztendlich was probieren, rausfinden, das ist also auf keinen Fall tot, aber es gibt einfach viele Fälle, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass es aus zeitlichen Gründen, aus organisatorischen Gründen einfach letztendlich nicht geht, jemanden 4 Tage rauszuziehen oder auch für eine kürzere Maßnahme, den 400 Kilometer durch die Republik hin und her fahren zu lassen, weil er einen Tag Seminar und Schulung hat. Ne? Deine Seminare haben ja immer so um die 10 Teilnehmer. Was ist dann so eine gute Größe für so ein virtuelles Seminar? Ist das auch 10? Im Prinzip könnte man ja beliebig viele dazu packen, aber hast du schon so Erfahrung, was so ein, eine gute Größe wäre, wo man das auch dann noch remote ganz gut handeln kann? Also im Grunde genommen ist es eben so, dass es technisch möglich ist, beliebig viele Leute dazu zu packen. Das ist die eine Thematik, aber es ist eben so, um diese Interaktivität zu haben, ist 10 letztendlich also schon eine Maximalgröße. Ich würde bei den Remote-Seminaren eigentlich sagen, dass also irgendwie 5, 6, 7 Teilnehmer wahrscheinlich eine sehr gute Größenordnung ist, wo man da letztendlich noch ganz gut organisieren kann. Denn es ist remote schon ein bisschen komplizierter, finde ich jedenfalls, den Kontakt zu jedem Einzelnen zu halten, als wenn man dem also in der Live-Situation direkt in die Augen schauen kann. Hast du schon mal, weil du gerade auch mal auf dieses Thema Interaktivität abgestellt hast, gerade so im Online-Format gibt ja diese Ask Me Anything-Formate. Hast du schon mal darüber nachgedacht, quasi so im Abschluss zum Remote-Seminar dann zu sagen, so jetzt machen wir noch mal eine halbe Fragestunde, wo dann quasi entweder über Chat oder über Video einfach nur noch mal so Fragen entsprechend aufgearbeitet, dass man quasi so dieses nach dem Seminar, nach dem Präsenzseminar versucht in den Online-Raum zu bringen? Das ist im Grunde genommen, diese Ask Me Anything-Thematiken sind natürlich sehr, sehr hilfreich für Teilnehmer, also insgesamt sehr hilfreich für Teilnehmer, klar. Aber ich halte es eigentlich immer so, dass ich eigentlich die ganze Zeit über Ask Me Anything mache, sozusagen, weil ich glaube, dass die Leute, wenn sie irgendwie eine Zwischenfrage haben, im Grunde genommen, oder wenn man am Thema vorbeikommt, das direkt, also ich lade meine Teilnehmer immer ein, das direkt zu kommunizieren, direkt darüber zu sprechen. Dieses Ask Me Anything hast du bei Präsenzseminaren ja auf jeden automatisch, weil man eben, wie gesagt, auch häufig nach Seminarende irgendwie 1, 2 Stunden, wie lang auch immer noch, zusammenhockt und sich austauscht. Das Ask Me Anything könnte natürlich ein guter Abschluss für so ein virtuelles Seminar sein. Also so direkt habe ich es nicht ausgewiesen, heißt, wir machen am Schluss nochmal Ask Me Anything, aber das ist eigentlich ein guter Gedanke, das auch nochmal fest in die Agenda aufzunehmen. Nun gibt es ja auch Videotrainings so von LinkedIn und so weiter, wo ich ganze Kurse ja quasi in meinem eigenen Tempo bearbeiten kann. Inwieweit sind das Ergänzungen oder wie weit kann da dein Remote-Seminar noch zusätzliche Vorteile bringen? Oder wie laufen die beiden zusammen? Also eine Sache sei vorab gesagt, dass ich Videotrainings also auf jeden Fall für eine tolle Sache halte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die haben einen ganz entscheidenden Nachteil, wo wir auch, wenn wir das schon thematisiert haben in unserem Gespräch, man kann eben keine Fragen stellen und es fehlt einfach die Interaktion. Das könnte, muss nicht, aber kann im schlimmsten Fall zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen führen. Also Fehlinterpretationen, dass man denkt, okay, ich glaube im Endeffekt von dem, was ich gehört habe, dass es so und so und so sein könnte. Und in Wahrheit verhält sich vielleicht ein bisschen anders und das hätte man mit einer Nachfrage klären können. Ich will das jetzt aber nicht dramatisieren. Das ist eben so, diese Videotrainings sind also schon eine feine Sache und eine gute Ergänzung, denn es ist eben so ein Videotraining und ein live durchgeführter Kurs.
kann letztendlich oder würden sich gut ergänzen. Das sind eigentlich keine Konkurrenzsituationen. Ich habe also im Endeffekt ja auch das Stichwort Blended Learning immer in den Mund genommen oder in die Hand genommen auf der Beschreibung meiner Maßnahmen. Blended Learning heißt ja im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, ich verknüpfe eigenständige Lernformen, also ein Computer-Based Training, Videotraining, das Lesen im Buch mit Anteilen von Präsenzseminaren oder mit Anteilen von live durchgeführten Seminaren. Ob das jetzt ein Präsenzseminar oder eine Online-Schulung ist, ist im Grunde genommen dasselbe. Und das Blended Learning läuft ja eigentlich auf die Idee raus, ich habe also Einheiten, wo ich mich selber mit Dingen beschäftige. Das kann ein Buch sein, Videotraining, und ich habe letztendlich einen referentenbasierten oder referentengeführten Kurs zwischendurch, wo ich letztendlich auch Themen klären kann, Fragen stellen kann, und die Kombination ist sehr wertvoll. Insofern finde ich die Videotrainings eine prima Ergänzung zu dem, was ich da auch mache. Ja, bei mir hier, um nochmal auf einen anderen Aspekt zurückzukommen, neben mir liegt ein Buch, Kollaboration mit Office 365 von der Nicole Enders. Das ist im Frühjahr rausgekommen. Ich hatte auf dem Collaboration Summit die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Du bist ja auch ein ganz bekannter Buchautor, hast, glaube ich, fast 20 Bücher geschrieben. Früher haben wir ja unser ganzes Wissen zu SharePoint, Office 365, gerade zu diesen technischen Dingen, immer aus Büchern genommen. Das hat ja heute schon mal so einen gewissen, ich sag mal, altmodischen Klang, insbesondere in Zeiten, wo sich ja quasi jeden Tag irgendwas ändert. Also wenn ich das Buch geschrieben habe, ist es im Prinzip ja schon veraltet, weil online alles schon wieder anders aussieht. Trotzdem werden Bücher geschrieben, und auch die Nicole hat mir damals gesagt, ja, es gibt immer Leute, die auch heute noch gerne ein Buch haben. Wie mischt sich dann sozusagen der gedruckte Titel in deinen Lernangebot-Mix? Ob ein Stück Wissen sozusagen in gedruckter Form oder irgendwie in der Online-Form irgendwie aufbereitet ist oder zur Verfügung steht, spielt eigentlich im Grunde genommen ja keine große Rolle. Ich persönlich, auch unabhängig davon, dass ich etliche Bücher geschrieben habe, finde das einfach immer wieder schön, also ein gedrucktes Buch in der Hand zu haben, drin zu blättern, nachzuschlagen, Eselsohren reinzumachen und so weiter und so fort. Insofern finde ich, dass ein gedrucktes Buch auf jeden Fall durchaus seine Daseinsberechtigung hat, aber das im Endeffekt natürlich eine persönliche Einschätzung, wie ich meine, wie ich es gern mache, ob ich es gern online habe oder in irgendeiner elektronischen Form oder als gedrucktes Buch. Was im Endeffekt auf jeden Fall das Buch oder in welcher Form Wissen auch immer präsentiert wird, auszeichnet, ist, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, das zusammenzustellen, eine Logik reinzubringen, eine Struktur reinzubringen, Aspekte zu formulieren und so weiter und so fort. Und auf welchem Medium das stattfindet, spielt eigentlich eine verhältnismäßig geringe Rolle. Natürlich ist es so, dass man sich heutzutage jedwedes Wissen über Google oder ähnliche Suchmaschinen, Angebote aneignen könnte, weil man im Grunde genommen alles findet. Es gibt ja im Grunde genommen nichts, was man wirklich also exakt Neues machen kann. Aber die Leistung von einem Autor, einer Autorin, egal in welches Format das hinterher geht, ist ja im Grunde genommen, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, zu strukturieren, zu sammeln, zu recherchieren auch. Und da letztendlich dann ein Angebot zu machen oder ein Wissensangebot zu machen, wo jemand sagen kann, okay, davon kann ich profitieren. Und insofern passt das Buch, ob es gedruckt ist, elektronisch ist, irgendwie multimedial, wie auch immer es aufbereitet ist, passt also wunderbar in dieses ganze modernes Lernumfeld. Weil ich immer in die Situation komme, dass ich die Kombination schätze. Ich habe etwas, wo ich mich selber mit beschäftigen kann, und ich habe etwas, wo ich auch in eine Maßnahme komme, wo jemand für mich da ist, wo jemand mit mir gemeinsam irgendwelche Fragestellungen erarbeitet, und die Kombination, die macht's. Genau, die Kombination macht. Deshalb jetzt noch meine Frage. Wir haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten mal andiskutiert. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so, wir müssen uns jetzt mal über das ganze Thema Lernen für unsere Mitarbeiter in Richtung Modern Workplace oder Consulting in Richtung Office 365 unterhalten. Was empfiehlst du dem? Wie gehst du dann dort vor? Wie setzt du dann deinen Lernumsatz jetzt Ansatz praktisch um? Also ich habe im Grunde genommen für die Online-Kurse, Seminare, zwei große Produktgruppen geschaffen. Das hört sich jetzt ein bisschen blumig an, also im Endeffekt mir ausgedacht und am Start.
Das ist einmal die Online-Adaption des Consulting-Seminars, bei dem geht es im Endeffekt darum, die Lösungskompetenz zu Office 365, SharePoint, Teams und wie sie alle heißen, zu erwerben. Das ist ein umfangreiches, viertägiges, ein großes Format. Ich habe zusätzlich eine zweite Produktgruppe, die ich als Online-Kurse bezeichnen würde. Von denen gibt es derzeit 4 eintägige Themen, wo ich glaube, dass da eine sehr hohe Lösungskompetenz geschaffen werden kann. Das ist einmal der ganze Bereich Dokumentenmanagement mit SharePoint und Teams, Flow, Power Apps und Telefonie mit Teams. Das sind einfach 4 Angebote, die ich, also 4 plus 1, 4 Online-Kurse plus das Consulting-Seminar Remote, die ich im Moment als Lernangebot für dieses Online-Format mache. Und da ist es eben so, dass es natürlich auch denkbar ist, dass irgendwie Kunden sagen, okay, die hätten im Endeffekt gerne also irgendwie ein Online-Seminar zu einem speziellen Thema, also irgendwie ein kundenindividuelles Format. Das habe ich in der Tat also im letzten Monat gemacht, wo der Kunde einfach weltweit verstreut Leute hat, die ja letztendlich nicht irgendwie zusammen alle in Z-Porter fliegen möchte, sondern auch da im Endeffekt über so ein Online-Format nachdenkt. Und in der Richtung habe ich also etliche Durchläufe auch gemacht mit dem Verfahren, wie ich es im Endeffekt hier oder wie wir darüber gesprochen haben. Mhm. Also es gibt im Endeffekt also Standardangebote, individuelle Angebote, aber wie gesagt, von den Standardangeboten, da gibt es also auch, denke ich, also 5 interessante Themen. Das Consulting-Seminar plus 4 einzelne kleinere Themen, die im Moment für meine Begriffe also im Markt also deutlich passieren. Ja, und wenn man mal guckt, das ist ja auch etwas, was du dann, gerade weil du sagst, diese kleineren Themen, die kannst du natürlich auch nach Bedarf entsprechend anpassen, weil ja, es sind ja dann kleine Einheiten, die man einfach hinzufügen kann. Wie sieht denn so die Zukunft aus, wenn du mal überlegst, wie du dein Angebot weiterentwickeln willst? Gut, also geplant ist ja natürlich weitere Themen rund um Office 365 und SharePoint aufzugreifen. Also genügend spannende Aspekte. Ich denke, da sind wir uns alle vollkommen einig. Gibt es auf jeden Fall. Und dass die Aspekte, die man behandeln kann, sowohl in größeren mehrtägigen Formaten als auch in kleinen Formaten, die eintägig oder vielleicht sogar nur halbtägig sind, da besteht letztendlich kein Mangel. Ich denke auch, dass es nicht notwendigerweise so sein muss, dass alle Seminare und Kurse von mir gehalten werden. Was mir so vorschwebt, ist, dass auch andere Experten aus der Community als Referenten gewonnen werden könnten, um einfach ein vielfältiges, spannendes Wissensvermittlungsangebot auf die Beine zu stellen. Ich finde, es muss spannend sein, irgendwie bunt sein, vielfältig sein, interaktiv sein und im Grunde genommen allen Spaß machen, also sowohl den Referenten als auch den Teilnehmern. Und ich habe also bei den Online-Seminar-Durchläufen, die ich gemacht habe, genauso wie bei den Präsenzseminaren immer festgestellt, also mir macht Spaß und ich hoffe, dass die Teilnehmer das auch immer so sehen. So, jetzt habe ich das Jingle auch nochmal untergebracht. Ja, also Online-Seminare, Remote-Seminare, als Dreitagesseminare oder eben auch als Eintagesseminar. Interessant zu sehen, wie das ausgeweitet wird und ich bin gespannt, wie erfolgreich die Seminare sind und ich denke mir, wir werden dann spätestens Anfang des nächsten Jahres mal eine Feedback-Runde machen, um zu hören, wie das angekommen ist. Wie gesagt, wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, wir haben auf unserer Seminarseite, die ich hier auch nochmal im SharePoint-Podcast in den Shownotes verlinke, habt ihr ein komplettes Überblick, wann die Veranstaltungen alle stattfinden und auch den Link dazu, wie ihr das dann mit dem Community-Rabatt buchen könnt. So, vielen Dank, dass ihr jetzt fast 49 Minuten in diesem Podcast durchgehalten habt. Und ihr seht, so langsam komme ich wieder in Fahrt hier podcastmäßig. Nebenher natürlich auch immer videomäßig. Ich hatte noch so viele andere Themen, aber die legen wir jetzt auf die nächste Ausgabe oder an anderer Stelle. Wie gesagt, sharepointpodcast.de, dort gibt es die Shownotes. Dann bitte Feedback immer gern an sharepointpodcast@outlook.de, an die E-Mail-Adresse. Oder schreibt mir auf LinkedIn, Ping, Linkfunk, Plinks. Bitte nicht auf Snapchat, da bin ich nicht. Instagram bin ich auch nicht, aber halt auf diesen üblichen Kanälen können wir Feedback machen. Freut mich immer, wenn ihr Anregungen habt. Und das war's für heute und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender.
Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.